Es soll sein Sommer werden. Paul Zipser ist bereit für die deutsche Nationalmannschaft. Vergessen die Verletzungsprobleme der vergangenen Jahre, auch wenn ihn der letzte Auftritt im Nationaldress gegen Israel noch sehr wurmt. Also ich habe mich tierisch gefreut auf das Fenster, endlich mal wieder spielen. Ich habe in Spanien ein paar Spiele davor gehabt, habe meinen Rhythmus noch nicht ganz so gefunden. Da habe ich mich einfach auf das Team und auf die Minuten gefreut. Dann habe ich einen guten Start erwischt und ja, das ist so ein bisschen bezeichnend zwischendurch für meine bisherige Karriere, würde ich sagen, dass ich immer wieder ganz guten Schwung mitnehme und dann so eine kleine Verletzung oder ja, mir ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Für das Ziel Weltmeisterschaft in China gibt er derzeit alles. Wir treffen den Heidelberger in seiner Heimat am Olympiastützpunkt Heidelberg. Gemeinsam mit seinem Personal Coach heißt es fleißig schwitzen. Jetzt gebe ich Vollgas jeden Tag. Jetzt gebe ich erstmal beim Krafttraining und Athletik Vollgas, so 2-3 Wochen. Und dann setzen wir ein bisschen den Fokus auf Basketball. Und dann werde ich einfach meine normalen Sachen mit Rhythmus, mit viel Werfen, mit ein paar Drills machen. Auch wenn Zipser bereits 2015 und 2016 Teil des Teams war, musste er sich im letzten Quali-Fenster, bei dem er zum Einsatz kam, erstmal wieder neu ins Mannschaftsgefüge einfinden. Naja, es hat sich schon ein bisschen so angefühlt, muss ich sagen, dass es ein Team war, die sich alle von unterschiedlichen Fenstern oder Sommern kannten oder von der Bundesliga. Und ich so ein bisschen, ich kannte ein paar Leute natürlich schon sehr gut, aber einige kannte ich auch noch gar nicht. Es war schon eher das Gefühl, dass ich neu nochmal in eine Mannschaft dazukomme. Welche Rolle ihm im WM-Kader zukommt, ist für den ehemaligen Chicago-Spieler dabei nicht so wichtig. Darüber denke ich eigentlich auch weniger nach im Moment. Ich will einfach gesund und fit reinkommen. Ich hoffe, dass ich schnell meinen Rhythmus finde. Gegen Ende in der spanischen Liga habe ich dann auch endlich meinen Rhythmus dann gefunden, würde ich sagen. Ich habe immer wieder ein bisschen mit dem Wurfschwierigkeiten gehabt. Aber ich denke, ich werde mal zumindest, was ich sonst 2015 der Mannschaft geben konnte, das werde ich mal mindestens bringen wollen. Große Ziele für den 25-jährigen Paul Zipser, der sich auch abseits des Basketballs auf den Asientrip freut. Mittlerweile kenne ich schon einige, die ja auch mal da gespielt haben. Und eigentlich alle waren sehr überrascht, sehr positiv überrascht, wie gut es da doch zu leben ist. Weil man es sich vielleicht so als Europäer ein bisschen schwer vorstellen kann mit so vielen Menschen auf einem Raum. Ich freue mich auch nur mal nach Japan oder nach China zu kommen. Auch das zeigt einfach, was Basketball für mich bringt. Mal die ganze Welt mal zu sehen, wann hätte ich sonst die Chance, mal dahin zu kommen. Und China ist ja auch ein basketballverrücktes Land, also glaube ich, wird das ein geiles Ereignis. Für die Vorbereitung auf das Großevent müssen selbst etwaige Zukunftspläne hinten anstehen. Im Moment bin ich nur am Trainieren. Ich weiß selber noch nicht, wo es hingeht, in welche Richtung. Ich habe natürlich ein paar Sachen im Kopf, aber das wird sich hoffentlich die nächsten paar Wochen dann entscheiden. Für die nötige Wettkampfpraxis sorgte sein letztes Engagement in Burgos, wo er sich in der spanischen Liga ACB noch Praxiserfahrung zurückholen konnte. Ich glaube, das war auch gerade der Punkt, dass die Saison da länger dauert als irgendwo anders. Hat sich dann im Nachhinein dann bestätigt, dass ich dann immer länger gebraucht habe, um reinzukommen. Also ansonsten, wenn ich irgendwo anders hingegangen wäre, wäre das nicht der Fall gewesen. Also ich würde es genauso nochmal machen. Auch wenn momentan die Vorbereitung auf den WM-Sommer höchste Priorität hat, arbeiten seine beiden Agenten in den USA und in Europa im Hintergrund weiter an Zipsers Zukunft. Die NBA-Rückkehr ist weiterhin erklärtes Ziel. Ja, es hat sich ja nicht viel geändert. Ich habe, denke ich, auch in der ACB ein paar individuelle Sachen dazugelernt noch, denke ich, die mich als Spieler besser machen können. Und jetzt brauche ich einfach nur Zeit, eine gute Situation, wo ich einfach spielen kann. Und dann werde ich auch dann wieder zeigen, wo ich hingehöre. Wenn alles gut läuft, steht also bald wieder der nächste Umzug an. Kein Problem für Paul Zipser und Frau Mira. Ich denke, jetzt, wir sind schon einige Jahre, machen wir das zusammen. Die hat da kein Problem mit. Die freut sich, glaube ich, auch ein bisschen mal verschiedene Städte, Länder zu sehen. Das funktioniert alles super. Eine ungewisse Zukunft also für Paul Zipser, der als nächsten Schritt vor allem eins will, mehr Konstanz im Leben. Dann verrät er, ist auch Nachwuchs ein Thema. Auf jeden Fall ist es geplant, aber ich glaube, jetzt,
jetzt gerade mit den letzten ein, zwei Jahren will ich erstmal ein bisschen Ruhe in meinem Leben, wieder geregelten Profisport machen und dann sehen wir weiter, wie es läuft. Wo geht's hin für Paul Zipser? Niemand weiß es bislang, selbst er nicht. Ich liebe diese Frage. Ich sage so gut wie immer das Gleiche. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich morgen Vormittag bin. Ich weiß nicht, wo ich in 2 Wochen bin. Also in 5 Jahren habe ich gar keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin selber gespannt. Ich würde es gerne jetzt auch schon wissen. Nur eins scheint derzeit für ihn sicher. Am 31. August bis zum 15. September ist er bei der Basketball-WM in China.